Hallöchen. Ich war auf dem Flohmarkt unterwegs und habe mir noch was für einen Zehner gekauft. Da steht was von Milano ICE Italy oder sowas und dann hier Super Tester 680R. Ich mache den Deckel jetzt noch nicht auf, ich mache jetzt den anderen Deckel auf. Da ist ein Hinweis, da sind Klemmen und da ist eine Stromleitung. Den Hinweis packe ich mal beiseite. Hier an der Seite, da kann man das Stromkabel reinstecken. Weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Ich mache es mal auf. Und zwar ein analoges Multimeter oder Multifunktionsmessgerät. Dazu gab es auch eine Bedienungsanleitung für das Universal-Vielfach-Messinstrument. So, 20.000 Ohm Volt Serie 3, wie auch immer, gab es dazu. Das hatte ich damals nicht. Ich hatte dieses Multimeter schon mal gehabt. Beim Wohnungsbrand ist mir das aber weggekommen und da hatte ich auch Messstrippen bei. Die habe ich jetzt hier leider nicht dabei. Ja, gut. Habe ich mich täuschen lassen. Das ist eine komplette Bedienungsanleitung, allgemeine Beschreibung. 10 Messart mit 80 Messbereichen, Sonderzubehör, Anzeigegenauigkeit, allgemeine Messhinweise. Es hat eine Spiegelskala, das ist ganz wichtig. Gleichspannungsmessung, 20.000 Ohm Volt. Wie man das dann anschließt. Wechselspannungsmessung kann man auch machen bis, was waren das hier? 2500 Volt. Steht hier auch noch mal 2500 Volt Wechselspannung und 2500 Messkabelanschlüsse. Ja, normal passende Skalierung 0 bis 250, Anzeige mal 10, wie auch immer, gewählter Messbereich. Eine Gleichstrommessung kann man auch machen, eine Wechselstrommessung kann man machen. Widerstandsmessung mit Batteriespannung 1 Ohm bis 10 Megaohm kann man machen. Eine Widerstandsmessung sehr kleiner Widerstände 0,1 bis 500 Ohm kann man auch machen. Dazu gibt es hier, muss ich hier kurz schließen, habe ich jetzt noch nicht. Eine Widerstandsmessung mit Netzwechselspannung 100 Kiloohm bis 100 Megaohm. Darum die Netzleitung. Eine Kapazitätsmessung 50 Picofarad bis 20.000 Mikrofarad. Kondensatoren mit festem Dielektrikum 50 Pico bis 0,5 Mikrofarad steht hier. Elektrolytkondensatoren. Nur mit Batteriespannung durchgeführt, also nur mit Batteriespannung, aber man weiß, Elektrolytkondensatoren brauchen wir nicht. Eine Frequenzmessung 5 bis 5000 Hertz. Eine Blindwiderstandsanzeige 5 Kiloohm bis 1 Megaohm kann man hier auch noch machen. Eine Messung von Tonfrequenzspannung und dB-Werten, das kann man auch tun. Die dB-Ausgangsleistungsmessung, das ist alles hier beschrieben. Wartung und Reparaturpflege des Messkabels. Die Messleitung habe ich leider nicht. Dann, wie man das Gerät nachher öffnet und welche Batterie und Dings. Da sieht man schon eine 3-Volt-Batterie. Und Teilschaltbilder. Messschaltung, Gleichspannungsvoltmeter. Ist hier Wechselspannungsvoltmeter. Für Wechselspannungsvoltmeter 2 bis 4 Volt Wechselspannung, Gleichstrom Amperemeter. Ist hier alles beschrieben, wie die Messschaltung aufgebaut sind. Ersatzteillagerliste, ja. Reinigung,
Übersichtstabelle, Messwertbeispielschalter und so weiter. Nochmal einmal einen kompletten Schaltplan davon, ein Druck, ja, ein Platinendruck, Schwarz-Weiß-Druck, Bauteilseite der demontierten Druckschaltplatine als Ergänzung der Skizze auf Seite 35. Das gibt es heutzutage nicht mehr zum Multimetern dazu. Ist ganz gut, dass es dabei ist, damit das erklärt. Ihr habt schon gesehen, Messleitung habe ich leider nicht dazu. Da gibt es jetzt halt nur die Netzleitung und zwei Kroko-Klemmen. Die sind aber auch von IEC oder wie das hieß. Ja, IEC, die ist wohl irgendwie ein Zubehör. Ich habe mir schon was rausgepult, um das irgendwie machen zu können. Ich brauche mal ein Labornetzteil. Dann muss ich mir das mal hier so freipulen. 0 mal bis 500 Milliampere. So. Das sind dann. Das brauchen wir jetzt nicht. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Kabel dazu. Die gehört nicht dazu. Damit wir auch die Spannung wirklich sehen können, nehme ich jetzt mein Multimeter. Und ich habe mir schon was zusammengebastelt hier zum Reinstecken. Jetzt will ich Gleichspannung messen und zwar bis 100 Millivolt. Machen wir das so. Da sieht man schon, der Zeiger schlägt aus. Ich stecke die jetzt hier rein. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe schon mal geguckt mit der Genauigkeit. In der Spannung ist es relativ genau. Ich kann es jetzt nicht sehen. Er sagt jetzt 0,2 Volt an. Wir sind bei 100 Millivolt. 100 Millivolt ist die untere Skala mal 10. Und jetzt sagt er mir bei knapp 0,2, also 0,20. Also 0,020. Das passt. Sagt er mir jetzt so, jetzt gehe ich hier mal hoch und mach mal 20 Milli Volt. Dann zeigt er mir schon 0,33 an. Das ist auch schon etwas genauer, 0,4, 0,46, 0,059, also 0,06, zeigt er auch noch relativ genau an. Jetzt gehe ich mal auf 0,072. Zeigt es auch noch relativ genau an. 0,85. Ihr seht ja die Spannung. Ich mach mal so, dann könnt ihr das besser sehen. 0,085. Das passt jetzt auch noch. Jetzt sind wir bei 0,1 Volt. Das ist fast am Ende. Komma 10, das schießt darüber. Also so genau ist das Labornetzteil nicht. Wenn ich jetzt 0,1 Volt, ist es auch wieder auf 1,12. So, und jetzt haben wir hier den Messbereich bis 2 Volt. 2 Volt ist die bei 200 durch 10. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wir sind jetzt bei 0,1. Passt. Aber ich mache jetzt mal 0,5 Volt. Wie war das? 0,5 passt. 0,6 ist der Strich. Passt auch noch. Gehen wir auf 1 Volt, 1,02. Moment, da muss ich da hinten ein wenig runter.
Jetzt sind wir bei 1 Volt. Das sind bei 2 Volt die obere Skala 0,8 Volt hier, die 80. 1 Volt, passt. Jetzt müsste ich auf 1,5 Volt kommen. Gehen wir zurück. Also passt auch noch. Ich gehe jetzt mal auf 2 Volt. Das ist genau die Skalenende. Passt auch. Ist auch relativ genau. Jetzt gehe ich mal auf 10 Volt Bereich. Wieder die untere Skala. Da steht jetzt bei 2 Volt. Das ist okay. 3 Volt ist der Strich, der dickere, passt auch. 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8, 9 und 10 Volt. So, bis 50 Volt kann ich auch noch gehen, also 33 Volt ungefähr. Das ist die vorletzte Reihe. Da sind wir jetzt bei 10 Volt. Volt. 20 Volt. Passt auch noch. 30 Volt passt auch. 30 Volt passt. Jetzt mache ich das Maximum, was ich hier kann. 31,92. 31, knapp 32. Erst bei knapp 32 passt auch. So. Gehen wir zurück. Stell mal 1 Volt ein. Jetzt gehen wir auf den Strombereich auf 0. So. Dann Strom. Muss jetzt noch mal gucken. Mach mal 50 Milliampere. Das müsst ihr mir jetzt glauben, dass das so passt. Milliampere. Das kann ich jetzt schlecht messen. Oder geht das? Wenn ich das jetzt so tun, auf Milliampere. Komma 03, sagt er mir jetzt. Das passt noch. Bis wohin geht er denn hier eigentlich? Bis 400 Milliampere. So, 50 Milliampere sagt er, ist okay. Bis 500 Milliampere. Ich hoffe, das schafft das Multimeter. Machen wir weiter. 100 Milliampere. Das ist die vorletzte Skala, ist jetzt bei 100 Milliampere. 200 Milliampere passt auch. 300 Milliampere schießt da ein bisschen drüber, weil er drüber ist. 400 Milliampere. 400 Milliampere. Ach, passt das mit der Spannung nicht? Oder was? Ja, 400 Milliampere. 400 Milliampere. Da ist er auch ein bisschen drüber. 500 Milliampere Overload ist er auch drüber. So. Jetzt gehe ich hier auf Ampere-Bereich.
1 Ampere, da haut er jetzt rüber, ist klar, gehe ich auf den 5 Ampere Bereich. Das ist die vorletzte Skala, 1 Ampere, ist auch relativ genau, 2 Ampere, auch relativ genau, 3 Ampere, auch 4, 5. 5 Ampere ist das Maximum, was ich kann, 5,1 ungefähr. Da habe ich hier noch, war da nicht noch mehr? Ne, 5 Ampere ist das Maximum. Wechselspannung kann ich euch jetzt nicht zeigen, das habe ich jetzt nicht. So, wie viel Spannung fällt da ab? Ja, das jetzt natürlich kurz geschlossen ist. Das ist auf 4,1 Ampere, 0,35. Wenn ich jetzt wieder auf Maximum gehe, bei 5 Ampere 0,43 Volt. Also das Multimeter funktioniert eigentlich wunderbar, kann ich nicht meckern. Widerstandsmessung geht auch. Mal 1 Ohm müsste ich jetzt so kurz schließen. Wo habe ich jetzt den Kurzschließer? Der ist jetzt so wieder irgendwo hingekommen. So. Egal, schließe ich mal kurz. Muss ich hier mit dem Regler erst auf 0 stellen. Das klappt hier gerade noch. Nein, das ist nicht schön. Also 1 Ampere geht, genau auf 0 drehen geht, noch, ich zeige euch gleich mal, was da für eine Batterie drin ist. Jetzt habe ich hier einen Widerstand, da steht nur irgendeine Zahl drauf. Jetzt messen wir den mal hier kurz an dem Multimeter, was das auch sagt. 38,2 Kiloohm. Wenn ich das jetzt hier reinstecke, zeigt er nichts mehr an. Mal 10 ist ja dann 1 Kilo Ohm, das ist die obere Skala. Und mal 100. 38 Kilo Ohm. Mal 100. Das passt aber nicht. Ach ne, 2 Kilo Ohm? Ne, 20 Kilo Ohm. Ja, fast 40 Kilo. Ja, fast 40 Kilo Ohm. Passt auch. So. Das sollte erstmal so reichen. Ich wollte euch hier nicht komplett langweilen. Ich will euch mal die Batterie zeigen, die da drin ist. Da werde ich mir mal einen kleinen Adapter zu basteln. So, muss ich ja so machen. Hinten durchschieben. Kann ich das Ding rausnehmen? Ist gar nicht so dick. Das ist eigentlich relativ dünn. Und jetzt schraube ich das hier einmal auf. Das machen wir von drin. Da werden wir noch einen Adapter basteln müssen. Das ist jetzt das Multimeter von innen. Ich drehe das mal so rum. Da ist schon eine Warte drin. Die nehme ich mal raus. Da hat auch der Vorbesitzer was reingekratzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hoffe, man kann es erkennen. 25.02.89. 1989. Ja. Warta Super, Made in France, wie auch immer, Nummer 2010, 3 Volt, 2R10, Duplex, wie auch immer. Und
Na, das ist die Spannung nach der Zeit. 2,97 Volt. Und die ist nicht ausgelaufen. Also das findet man heutzutage mit einer Batterie, die 99, 9, das sind 20, 24 Jahre alt ist. Eine Batterie, die ist 24 Jahre alt, die ist noch nicht ausgelaufen, die hat noch Spannung, aber ich werde mir da einen Adapter bauen müssen, weil das eine normale AA ist. Und das wäre so, das wären zwei AA-Batterien. Das passt nicht. Und ich habe schon überlegt, weil das ja so ein bisschen dicker ist und da noch ein bisschen Platz ist, zwei AA-Batterien zu nehmen und die so, einen Adapter zu machen, wo sie so drinnen liegen, den ich dann da reinstecken kann. So, und daneben dann, da ist noch Platz. Habe ich mir so gedacht, werde ich mir mal was drucken, konstruieren und drucken. Die Batterie ist ungefähr 24 Jahre alt. Oder über 24 Jahre alt funktioniert. Ihr seht, hier ist eine Sicherung. Da ist eine Sicherung, da ist eine Sicherung. Das sind drei Ersatzsicherungen und da ist die Sicherung, die zum Messen drin ist. Habe ich in keinem Multimeter heutzutage mehr erlebt, dass man drei Ersatzsicherungen dazu kriegt. Höchstens mal eine. Das sind die Kontaktfedern da unten drinne. Wo habe ich jetzt die Pinüppel? Soll ich mal zeigen. Ich zoome mal drauf. Ich hoffe, es klappt. Da sind die Kontaktfedern. Die sehen auch noch super aus. Wenn ich da was reinstecke, dann geht der auf. Darum, eigentlich müsste er noch ein Ticken länger sein, weil er an einigen Stellen. Ja, fokussieren. Ab und zu ein paar Probleme hat. Es geht aber. Ich meine, in meinem alten, in dem anderen Multimeter, was ich hatte, da waren diese Plastikkappen auf diesen Federn kaputt. Zumindest auf einigen. Hier sind nicht auf allen welche drauf. Zum Beispiel kann ich mal hier. Da sieht man, das ist gerade so passend mit den Stiften, die ich hier habe. Gerade so die Länge, die gerade passt. Also in dem, was ich mal hatte vor dem Wohnungsbrand, da waren schon einige kaputt. Hier ist ein Anschluss, der ist ein bisschen korrodiert. Da werde ich mal gucken. Ich möchte es ungern auseinanderbauen. Kann ich da mal kurz reinleuchten, ob das auch von drinnen korrodiert ist? Kann ich nicht sehen, da ist eine Spule. Da ist was davor. Das ist der letzte. Ne, ist nur außen, so wie es aussieht. Ja, ist nur von außen so ein bisschen korrodiert. Aber ist ein schönes Stück Multimeter. Analoges Multimeter. Das kann ich nur so sagen. Also ich find die Dinge einfach nur genial. Wenn es nicht hundertprozentig auf die dritte Nachkommastelle genau sein muss, reichen die völlig aus. Strom passt, Ohm ist ein bisschen kompliziert hier abzulesen. Da hätte ich, glaube ich, mal auf 1000 gehen müssen. Das ist dann 1 Kilo, 2, 3 Kilo. Können wir gleich nochmal machen. Auch wenn es offen ist. Mit dem einen Widerstand, den ich hier habe. Mal 1000. Komma und Kilo Ohm soll er haben. Er zeigt mir jetzt hier aber nur 20 an. Kann jetzt so sein, dass der mit dem Akku nicht mehr ganz hinhaut oder mit der Batterie. Doch, eigentlich schon. Na gut, die
Dings, die lässt ja natürlich auch nach, die Genauigkeit. Je höher mal wir gehen, sagt er mir hier 25, knapp 26 Kilo um. Ich nehme noch mal das Multimeter. Kilo Ohm und bei mal 100 ist es da 200, 300, fast 400, ja 38, 600, ja es passt so halbwegs. Also man kann damit vieles messen. Ich werde das nicht an die Steckdose stecken, weil ich weiß nicht, ob jetzt hier Spannung oben drauf wäre. Können wir aber gleich noch mal nachgucken, ob da Spannung an den Ausgängen kommen würde. Hier ist ja die Beschaltung angezeigt. Kapazitätsmessung, Frequenzmessung. RETE ist die Spannung, der Netzanschluss, und der ist hier auf Hertz mal 1. Hertz mal 1, Hertz Picofarad mal 10, Hertz mal 1, Tonfrequenz, Frequenz, ach da, Hertz Output, ja, 1 ist bei Wechselspannung und Hertz, ja, also da liegt Netzpotenzial auf der Buchse, und auf der Wechselspannungsbuchse ist auch Netzpotenzial, nur über Widerstände. Das mache ich jetzt hier nicht, das ist mir zu unsicher. Wechselstrom Ampere, Ohmmeter mit Batterie, Ohmmeter für kleine Widerstände, Batterie, Ohmmeter mit Netzspannung. Die Netzspannung liegt auch an den Widerständen mit an. Aua, nein, das tut mir leid, da ist kein Kondensator, nichts dazwischen. Das tut mir leid, das mache ich nicht. Das wird ein bisschen gefährlich, wenn ich hier Netzspannung reingebe, dass ich dann hier Netzpotenzial drauf habe. Nein, tun wir nicht. Das vermeiden wir tunlichst. Die Batterie lasse ich drin. Mach den Deckel wieder drauf. Steckt das wieder zusammen. Da. Das machen wir nicht. Zeige ich euch jetzt hier auch nicht. Möchte ich euch auch nicht zeigen. Aber man könnte theoretisch auch Widerstände mit Wechselspannung messen. Umso genauer ist es. Das mache ich jetzt hier aber nicht. Dazu müsste ich wirklich isolierte Messspitzen haben mit. Zum Beispiel geht hier auch mit den Messspitzen, habe ich auch noch irgendwo die kleine Tüte, kann ich auch solche Klemmen drauf machen, dann kann ich das, den Widerstand einklemmen, und dann ist es berührungssicher nicht, aber ich habe nicht mit dem Finger den Widerstand in der Hand. Das machen wir auch nicht. So, ich mache die Dinger da mal wieder rein. Leider passt die Beschreibung nicht damit rein. Die passt da leider nicht rein. Das ist schade, aber egal. Das eine, was man will, das andere, was man muss. Gut, aber das Baum machen wir jetzt hier wieder hin. Und für 10 Euro habe ich gesagt, nehme ich es mit. Hätte ich gewusst, dass die Messleitung doch fehlt, hätte ich gesagt 8 Euro, weil ich hatte mich irritieren lassen, weil da war noch, das habe ich erst so spät gesehen, das Ding mit drinne. Das gehört da gar nicht zu. Ein Temperaturfühler. Ja, gut. Okay. Macht nichts. Aber allein schon die Bedienungsanleitung ist viel wert. Die ist ja schon bald ein Zehner wert. Allein die schon. Gut, aber mehr wollte ich euch nicht zeigen. Ich danke euch fürs Zugucken. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu zeigen. Zurzeit. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Tschüssi.